Taufe, komm. Manfred. Oh. Michael. Wo sind wir hier? Was passiert mit uns? K11 willkommen. K11 braucht Verstärkung. Michael Naseband will nach Feierabend einen ehemaligen Kollegen besuchen. Was ist denn für ein Termin? Wir wollten doch die alten Akten aussortieren und ins Archiv bringen. Schon wieder vergessen. Ja, bin ich 9:30 Uhr da. 8:30 Uhr. Sag mal, spreche ich irgendwie undeutlich oder was? Ich hab gesagt, 9 Uhr. Ich probier's mal. Oh. Früh schön. Ja. Schönen Abend, danke fürs Kommen. Ciao. Hallo, Manfred. Manfred? Manfred? Hallo, Kommissar Großmaul. So, die erste Fuhre ist im Archiv. Sehr gut. Michael immer noch nicht da? Ich hab dem gesagt, er soll 8:30 Uhr hier sein. Kommt er tatsächlich später? Unser lieber Kollege wird sich doch nicht drücken. Mit Sicherheit. So, das kann jetzt auch ins Archiv. Hier. Ja, sag mal, bin ich dein Sklave oder was? Ja, leider mein einziger. Bitteschön. Dann wollen wir mal. So, lieber Michael, jetzt kannst du mal eine schöne Ausrede einfallen lassen. Michael. Wo sind wir hier? Was passiert mit uns? Ich weiß es nicht. Ich bin gestern Abend nach Hause gekommen. Da stand auf einmal dieser Typ vor mir. Er ist dann mit so einem Elektroschocker zugegangen. Ja, und als ich dann aufgewacht bin, war ich hier. Scheiße. Mir ging's ähnlich. Irgendwer hat mir was über den Schädel gezogen. Wer ist denn hier? Der Tote da? Ja. Ich weiß es nicht. Der Typ, der kam irgendwann hier rein und hat mich gezwungen, dich anzurufen. Ich bin nur froh, dass meine Tochter nicht zu Hause war. Aber wer ist der Typ? Was will der von uns? Kannst du dich noch an unseren Sondereinsatz damals vor 8 Jahren erinnern? Wo dieser eine Verrückte die gesamte Führungsetage seiner Firma in die Luft jagen wollte? Den haben wir doch noch im letzten Moment davon abgehalten. Ja, da erinnere ich mich recht gut dran. Der Typ wird sich bestimmt rechnen an uns. Aber was hat er denn mit uns vor? Vielleicht das Gleiche wie mit dem da. Ist das dein Handy? Manfred, ist das dein Handy? Nein, meins hat er mir wieder abgenommen, nachdem ich dich angerufen hatte. Ja,
kommen. Für ausgehende Anrufe gesperrt. Das war ja klar. Ah, Michael. Die Hand, der lebt noch. Was? So. Jetzt wird's spannend. Ich hab noch einiges mit euch vor. Was soll die ganze Nummer hier? Gemach, Gemach. Gleich geht's los. Muss nur noch schnell was erledigen. Shit. Da bist du ja endlich. Ich bin gerade dabei, den letzten Karton zu packen. Allein zu packen. Ja, Entschuldigung. Ich war bei Michael. Da ist er auch nicht. Wie, der ist nicht da? Ach komm. Wahrscheinlich pennt er noch und hat dich nicht gehört. Nein, ich war doch in der Wohnung. Die Hausmeisterin hat mich reingelassen. Das Bett ist sogar frisch gemacht. Ich glaube, der war letzte Nacht gar nicht zu Hause. Der ist ja lustig. Versumpft irgendwo und sagt uns nicht Bescheid. Nee, ich mache mir echt Sorgen. Ist auch eine Art, sich vor der Arbeit zu drücken. Der geht ja noch nicht mal an sein Handy. Ja, und jetzt? Ja, ich fahre jetzt erstmal zu dem Ex-Kollegen, bei dem ich mich ja gestern abgesetzt habe. Vielleicht ist er noch dort. Okay. Ruf mich an, wenn du was weißt. Ja. Sag mal, was hast du vor? Ich will hier verrecken, oder was? Der Typ, der hat uns doch nicht zum Spaß hier gefesselt. Wir müssen irgendwie dieses scheiß Schloss hier aufkriegen. Deine Brille. Gib mir deine Brille. Komm, gib mir die Brille. Wieso? Aber ohne Brille sehe ich doch nichts. Da bin ich doch blind wie ein Maulwurf. Wenn der Typ hier sein Ding durchzieht, dann brauchst du keine Brille mehr. Verstehst du das? Also, gib mir die Brille. Vielleicht kann ich damit das Schloss aufmachen. Böse, böse. Ihr glaubt, ich sehe euch nicht. Aber ich alles. Hey, meine Brille! Oh. Halt die Klappe, Dosenscheißer! Ist der blind wie ein Maulwurf. Weißt du, manchmal sieht man ja im Dunkeln besser. Wo ist die Scheißkamera, hm? Wo ist die? Du bist doch so schlau, Großmaul. Sag du's mir doch. Kommissar Großmaul oder Kommissar Hosenscheißer. Wisst ihr eigentlich, warum ihr hier seid? Ich wette, das werden sie uns gleich erklären. Das werde ich. 8 Jahre Knast. 8 verlorene Jahre. Das habe ich euch zu verdanken. Hättet ihr lieber die eingelocht, die mich aus meinem Job rausgemobbt haben? Was haben wir denn damit zu tun, dass ihr sie aus dem Job rausgemobbt haben? Fresse, Großmaul! Das ist nicht alles. Während ich im Knast war, ist meine Frau abgehauen. Und meine Tochter wollte seitdem nichts mehr mit mir zu tun haben. Und das hier geht auch auf eure Rechnung. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? So ein Messer im Auge? Also mit ihrem Auge haben wir nun wirklich nichts zu tun. Der Knast, in den ihr mich gesteckt habt, war nicht ohne. Und dass sie nur das Auge erwischt haben, war noch Glück. Ja, aber... Oh, sowas interessiert die Kommissarier nicht, wa? Aber es wird euch noch sehr interessieren, was ich alles erlebt habe. Ihr werdet es nämlich am eigenen Leib erfahren. Hören Sie, das bringt doch wirklich nichts. Ruhe, Hosenscheißer! Nee! Dir bringt das wirklich nichts! Aber mir, mir macht das Spaß, euch leiden zu sehen. Ja, es tut mir gut. Kein Wunder, dass Ihre Familie Sie verlassen hat. Mit so einem Psychopathen will keiner was zu tun haben. Ach, dein Großmaul stopf ich dir noch. Du bist also Angela. Können ruhig Angie zu mir sagen. Okay. Ja, ich bin hier, weil ich dachte, dass mein Kollege vielleicht bei euch ist. Zur Arbeit ist er nicht erschienen, zu Hause ist er auch nicht. Und das letzte Mal habe ich ihn hier gesehen. Keine Ahnung, ich habe bei einer Freundin übernachtet. Ich bin eben erst von der Schule gekommen. Habe mich auch schon gewundert, dass Papa nicht da ist. Ja, vielleicht sind die beiden ja weggefahren. Weiß nicht, das Auto ist in der Garage und eigentlich lässt er immer eine Nachricht da. Naja, mach dir mal keine Sorgen. Die beiden werden schon wieder auftauchen. Passt schon. Hab eh gerade meine Tante angerufen. Die kommt jetzt her, wir essen was. Gut. Aber sollte sich dein Vater melden oder nach Hause kommen, dann rufst du mich bitte an, okay? Okay.